Aber was ist das wichtigste Teil des Schwunges? Das ist doch, wenn ich den Ball treffe. Hallo, ich grüße dich. Willkommen beim Golfen mit Freude. Es ist das neue Jahr und ich bin wieder in meinem Heimat, in Kapstadt, Südafrika. In 2 Tagen geht meine erste Reise hier los. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Und vielleicht möchtest du mit. Meine nächste Südafrika-Reise, wo noch Plätze frei sind, ist im April. Kann ich nur empfehlen. Die nächsten Tage werde ich filmen auf der Reise. So gucke auf meinen Facebook- und Instagram-Kanäle und da wirst du sehen, was so passiert. Würde mich freuen, dich irgendwann hier bei diesem wunderschönen Wetter und tolle Bedingungen. Übrigens, das ist Stellenbosch Golf Club. Genau dort sind die Weinberge. Falls du momentan nicht so viel raus kannst, dann habe ich eine Übung für dich für zu Hause. Und dann, sobald wie möglich, versuch das auf dem Platz oder auf der Range umzusetzen. So, wir sind sehr mit Rückschwung beschäftigt. Das ist gut und auch sehr, sehr wichtig. Aber was ist das wichtigste Teil des Schwunges? Das ist doch, wenn ich den Ball treffe. So, damit du in eine gute Treffermomentposition bist, wo dein Gewicht auf der linken Seite ist, wo deine Hüfte etwas gedreht sind, wo der linke Arm und Schaft eine gerade Linie ist, achte auf den Punkt direkt danach. So ist es ganz wichtig, dass du das viel trocken trainierst. Erstmal da kommen, das Gewicht ist links, ich bin immer noch gebückt, mein Po ist rausgesteckt, die Arme und der Schaft bilden eine Linie. Das ist eine optimale Position. Übrigens, mein linker Fuß ist sehr offen und du siehst, wie der Fuß ein bisschen nach da kippt. Das ist gut. Der Rest des Schwunges wird automatisch richtig ausgeführt, solange du in diese Position kommst. Du musst diese Position spüren. Okay, und wenn du diese Position in dein Gefühl hast oder in deiner Vorstellung, ist es Zeit, einen Ball zu schlagen. So, ich schlage einen Ball und ich werde daran denken. Und automatisch habe ich das hier richtig getan. Wenn ich das tue oder auf dem rechten Fuß bleibe und so löffle, dann ist es gar nicht möglich, in diese Position zu kommen. Wenn ich in diese Position kommen möchte, dann bin ich gezwungen, einen sehr guten Schwung zu machen. So, wenn du irgendwas Einfaches im Kopf haben möchtest, denk an die Position nach dem Treffen des Balles und das wird dir sehr viel helfen. Eine gute Übung für Winter und ich würde mich freuen, dich entweder in Lütetsburg dieses Jahr zu sehen, da kann ich dich eins zu eins trainieren oder auf so eine Golfreise. Tschüss.